Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute mit zum Basteln und wir machen eine maritime Gutscheinkarte. Und wenn du Lust drauf hast, dann lass uns zusammen loslegen. Im Februar bekommen meine lieben Besteller ein Paper Share von dem schönen Designerpapier Bezaubernde Bucht und dazu ein bisschen Geschenkband in Naturflair und Leinenfaden. Und ich möchte dir zeigen, was ich mir daraus überlegt habe mit diesem wundervollen Papier. Ich hoffe, du siehst es in der Kamera schimmern. Wir machen eine Gutscheinkarte draus und dazu brauchst du eigentlich nur das DSP. Du kannst natürlich auch die Stempel verwenden, wenn du die hast, und ein bisschen weißen Farbkarton. Ich habe mir aus den Farben, die im DSP sind, einmal Sahara-Sand und einmal Marineblau rausgesucht. Die nehmen wir noch zum Stempeln. Ich werde The Biggest Wishes nehmen als Grußstempel und ja, den Rest siehst du gleich. Ich möchte aus dem DSP diese zwei Bögen verwenden. Die finde ich nämlich einfach absolut wunderschön. Einmal das hier mit den Muscheln, das nehme ich für den Hintergrund. Und die Muscheln, die hier auch so ein bisschen foliert sind, die werde ich mir komplett ausschneiden. Den Rest vom DSP packe ich erstmal beiseite. Als allererstes nehme ich mir das dunklere von den beiden DSP. Das möchte ich nämlich in den Hintergrund packen. Und das schneide ich mir auf eine Standardkartengröße zu. Beziehungsweise auf 14,5 x 10,5. Ich brauche nämlich diesmal gar keine Klappkarte. Wir machen den Klappmechanismus on top. Und dazu schnappe ich mir ein bisschen weißes Papier. Und ich habe hier eine kleine Vorlage, die ich immer gerne verwende, wenn ich Gutscheinkarten bastle. Das hat das Maß von so einer Standard-Gutscheinkarte. Die ist ungefähr 8,5 cm breit und ich möchte meinen Aufleger jetzt ein bisschen breiter machen. Statt 8,5 mache ich 9,5. Dann hat das Ganze auch noch einen schönen Rand auf meiner Grundkarte. Wenn ich das Ganze jetzt hier so anhalte, dann siehst du, habe ich hier einen schönen Rand. Und ich möchte natürlich, dass der Rand oben und unten ungefähr gleich groß ist. Jetzt, wenn ich hier 9,5 habe und hier 14,5, dann habe ich genau 5 cm. Das heißt, ich will oben und unten auch insgesamt 5 cm, also einen Rand von jeweils 2,5. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn meine kurze Seite 10,5 ist und ich 5 weniger haben möchte, dann brauche ich hier eben die Höhe von 5 cm. Und das passt auch mit meiner Gutscheinkarte noch. Das heißt, ich falze hier jeweils bei 5,5 einmal und noch ein zweites Mal. Dann bin ich bei 11 und für ein weiteres Mal muss ich jetzt einmal hier mein Schneidebrett aufmachen, denn dann bin ich bei 16,5. Kann ich einmal hier schauen und ich kann auch einmal hier korrigieren, dass meine Falz auf 5,5 bzw. auf 11 liegt. Und da schneide ich einmal ab. Diesen Streifen, den falze ich mir jetzt einmal ziehharmonikamäßig. Also einmal nach hinten und einmal nach vorne. Und jetzt siehst du, hat meine Karte einen wunderschönen Rand bekommen. Und das ist sozusagen der Teil, andersrum. Es ist so rum, den ich hier aufklappe, wo ich meinen Gruß reinschreiben kann, wo ich einen Spruch drauf stempeln kann und wo ich meinen Gutschein befestige. Und zum Gutschein befestigen, da zeige ich dir natürlich, was ich mir überlegt habe. Zuerst einmal stempeln wir das aber fertig. Ein bisschen Schmierpapier. Einmal schauen, dass es richtig rumliegt. Und ich möchte hier das Happy Birthday stempeln. Und das kannst du jetzt entweder direkt hier drauf stempeln oder du kannst es auch auf eine Extrakarte stempeln und dann ausschneiden. Ich werde mir jetzt in Savanne hier ganz viele kleine Happys stempeln. Und das lasse ich einfach schon ein bisschen am Rand beginnen. Auf ein extra Stück weißes Papier stempel ich mir das Birthday. Das werde ich mir jetzt zusammen mit
den Muscheln einmal ausschneiden und dann machen wir zusammen weiter. Ich habe fertig ausgeschnitten. Du siehst, da sind richtig, richtig viele Muscheln rausgefallen. Und das geht natürlich auch ganz zügig, weil die sich natürlich ganz einfach ausschneiden lassen. Sind ja super einfache Formen. Und dann können wir das Ganze eigentlich schon zusammenkleben. Kleiner Hinweis, wenn dir die Fläche nicht reicht für den persönlichen Gruß, dann kannst du auf die Rückseite hier einfach noch ein Stück Cardstock draufkleben. Entweder in der vollen Fläche oder auch ein bisschen kleiner, wenn du mehr Platz zum Schreiben brauchst. Du kannst natürlich auch eine Klappkarte noch draus machen und alles Mögliche. Ich finde es aber total schön so, weil so kommt das tolle Designerpapier gleich doppelt zur Geltung. Zum Zusammenkleben fange ich mal mit meinem Titel an oder mit meinem Hauptgruß. Gehe hier mal einmal mit dem Halsband ein bisschen rüber, dass das schöner aussieht. Sind die Kanten ein bisschen hübscher? So, das Ganze möchte ich hier einfach aufkleben und ein paar von den schönen Muscheln dazu. Von den schönen glänzenden. Da kann ich einmal die hier nehmen und vielleicht noch eine zweite. Die dürfen auch ruhig ein bisschen überstehen. Und wo habe ich denn mein Garn? Hier, daraus werde ich mir noch ein kleines Schleifchen binden. Wer kann, kann natürlich auch irgendeinen coolen Knoten machen. Ich bin froh, wenn es eine Schleife wird. Und ihr könnt das natürlich flach aufkleben oder mit Dimensionals aufkleben. Ich werde die Sachen jetzt eher flach aufkleben, denn das Ganze hat schon ziemlich gut Dimensionen. Mein Schleifchen. So, und jetzt brauche ich hier mein dickes Leinenband und das schneide ich mir ein bisschen breiter zu als mein Aufleger. Und das packe ich jetzt hier unten an die Kante und klebe mir das einfach von der Rückseite fest. Ich nehme dafür ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Und damit das Ganze wirklich gut plan liegt, lege ich mir das einfach einmal rücklings auf. Kann die eine Seite befestigen, kann das Ganze noch mal gut spannen und auch die andere Seite befestigen. Und alles, was übersteht, das kann ich auch einfach noch abschneiden. Das muss natürlich hier nicht hängen bleiben. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier meinen Gutschein ganz einfach reinstecken kann. Ihr könnt natürlich auch die untere Seite noch fixieren, wenn ihr das wollt. Bevor ich das fertig dekoriere, mache ich hier auf die Rückseite auch noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Und jetzt klebe ich das Ganze schön mittig auf meine Grundkarte. Und damit mein Gutschein auch hier unten nicht rausfallen kann, werde ich jetzt hier unten einfach noch ein paar von den schönen Muscheln hinkleben. Da kann ich mir jetzt auch raussuchen, welche ich am schönsten, am passendsten finde. Natürlich auf jeden Fall welche von den schimmernden. Und jetzt schaue ich einfach, dass wenn ich aufklebe, dass ich nur aufs Band und hier auf den unteren Bereich klebe, nicht auf das Weiße, denn da soll ja mein Gutschein hin. So, und wenn alles klebt, kann ich hier meine Falz nochmal gut nachziehen. Hier oben natürlich auch, damit das Ganze auch schön schließt. Kann meinen Gutschein hier reinpacken. Und habe jetzt eine richtig schöne, besondere Gutscheinkarte fertig. Wundervoll schimmert und ihr Geheimnis preisgibt. Und hier habt ihr natürlich ein bisschen Platz zum Schreiben. Theoretisch könntet ihr natürlich auch hier noch einen Gruß reinschreiben oder weitergestalten. Und natürlich könnt ihr auch auf die Rückseite noch ein weißes Papier oder ein helles farbiges Papier kleben, um euren Gruß zu verbreiten. Ich hoffe, diese Gutscheinkartenidee hat dir gefallen und du lässt einen Daumen nach oben da. Ich freue mich natürlich auch riesig über einen Kommentar von dir und wenn du ein Abo da lässt, dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Tschüssi!